Sowohl Petra Gössi von der FDP wie auch der Gerhard Pfister von der CVP gehören klar zum rechten Flügel von ihren Parteien. An der Parteispitze haben sie jetzt deutlich mehr Einfluss und das könnte auch Auswirkungen auf die politische Lage in der Schweiz haben. Bei den Linksparteien zeigt man sich besorgt. Also wir haben jetzt schon gemerkt, dass die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat anders sind als noch in der letzten Legislatur. Gut, da bin ich noch nicht dabei gewesen, aber was die anderen gesagt haben. Sie haben einfach eine Mehrheit, also wenn die Rechtsparteien zusammenheben und sie bringen so Sachen durch, die vorher nicht möglich gewesen wären. Und die Gefahr besteht wirklich, dass das ausgenutzt wird und jetzt Vorlagen verschlechtert werden, die vorher noch auf einem guten Kurs gewesen wären. Also das ist eine bedenkliche Entwicklung für uns. Weniger Bedenken hat der Politologe Matthias Kappeler. Ein Rechtsrutsch könnte sich zwar abzeichnen, die Auswirkung auf die politische Lage im Land wird sich aber in Grenzen halten. Natürlich haben wir auf der einen Seite gerade bei der CVP doch eine gewisse Verschiebung. Der Gerhard Pfister ist sicherlich jemand, der am rechteren Rand der Partei politisiert. Aber es ist insgesamt so, dass er nicht seine persönliche Meinung im Vordergrund stellen sollte, sondern die Meinung der Partei. Das führt dazu, dass er in der Tendenz in Richtung Mitte rutschen tut. Und von dem her, natürlich gibt es eine gewisse Verschiebung, die wird aber wahrscheinlich heute doch überbewertet. Trotzdem erwarten wir bei den Linksparteien stärkeren Gegenwind. Gerade mit Blick auf die Abstimmungen im Juni müssen wir sich jetzt umso mehr ins Zeug legen, wenn man dann gegen die Bürgerlichen bestehen will. Ich denke, wir müssen noch mehr versuchen, Kompromisse zu finden, als zu verhandeln. Das muss man immer. Und ich bin jemand, der sehr bereit ist, auf die Leute zuzugehen und zu verhandeln und eben eine Lösung zu suchen, nicht in den Gräben zu bleiben. Aber das wird natürlich viel schwieriger. Wir müssen es versuchen. Wie gross der Einfluss der neuen Parteipräsidenten effektiv sein wird, wird sich zeigen. Gerade im Tagesgeschäft wird man schnell merken, dass ein frischer Wind weht. Aber zum Beispiel auf Gestaltung der Politik oder aber auch auf Gestaltung von zum Beispiel kommenden Initiativen hat das eher einen weniger grossen Einfluss. Im Gegenteil, es gibt dann nachher auch Bewegungen innerhalb der Parteien, wo dann nachher vielleicht der eine oder andere wieder ein bisschen zurückgenommen wird. Sowohl Petra Gössi wie auch Gerhard Pfister und Albert Rösti sind konkurrenzlos ins Präsidentschaftsamt gewählt worden.